Tizzy, Tizzy. Digga, wir sind Pissy, Pissy, Pissy. Hi Leute, herzlich willkommen bei Tizzy, Hartmann, Schubech. Ja, Freunde, wir kommen heute zu einem Squad-Builder-Battle um den guten Fipsi Hartmann, aka Philipp Lahm. Mittlere Icon, Maschine. Wir haben gute Preise an ihn bezahlt. Und wir haben auch einen Fipsi Hartmann auf der anderen Leitung. Sie nennt sich Steini. Dietmar Hamann. Didi Hamann. Bin mal gespannt, Alter, Philipp. Ich hab den noch nicht gezockt. Ich meine jetzt im Sturm vielleicht auch ein bisschen Dings, aber ihr schwärmt davon dem, ne? Also auf der 6 ist der wirklich Killer, ja. Der ist 10-mal stärker wie Vieira. Vieira war Schmutz, muss man ehrlich sagen. Wir hatten einen Vieira und da war man nicht so begeistert. Man muss auch sagen, erste Aufnahme hier, wir haben unsere Kopfhörer gesucht. Wir sind aktuell über diese Verbindungsstrecke verbunden. Passt bitte auf, dass wir auseinanderreißen. Nicht bewegt. So eine Steini weg, ja? Genau, Freunde. Beim Steinski kam auch eine Folge online. Wir wissen nicht, ob die jetzt gleichzeitig online kommt oder, ne? Aber ist auch eine Maschine da. Lasst hier ein Däumchen nach oben da für den Fipsi Hartmann. Wenn wir Daumen mal sehen, was sind Fipsi? Aktuell bin ich mit 6.000 zufrieden, Jungs. 6.000. Ach, mach mal 16. What? Ich bin sogar, mit 2.000 zufrieden. Machen wir irgendwas zwischen 2.000 16 und 16 oder 12. Zwischen 12 und 16. Irgendwas. Alles andere Blamage. Also Männer können wir nur 4, 8, 12, 16. Dann müssen sie auf dänische Rente bleiben. Ja, 4, 8, 12, 16. Also Jungs, wenn schon, ne? Ja, ich würde sagen, wir haben die 4 für 2. Du hast 4, 3, 1, 2. Bei uns steht Fipsi links, bei dir steht Fipsi auch links, ne? Richtig. Dann machst du bei uns STLM, oder? Ja. Oder STLM? Nee, STLM und ihr macht Stürmerzettel. Okay, dann muten wir uns kurz und dann sehen wir uns. Ciao, dann. Ciao! Leute, es ist endlich wieder soweit. Die Champions League geht los. Flutlichtspiele stehen in den Startlöchern. Wir sind richtig gehypt. Gänsehaut, Digga. Es heißt ja auch immer noch, zwar leere Stadien, Corona, ihr wisst, die Gesundheit geht vor. Maske auf und Abstand halten für euch, aber Sky bietet euch was Geiles. Ja, Freunde, letzte Saison haben wir die Bayern triumphiert. Jetzt werden aber die Karten neu gemischt, ja. Und auch da sind wieder 4 deutsche Mannschaften am Start. Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach, ja. Und da fördert's richtig, Freunde. Und am Dienstag, also das ist dann heute, ne? Ja, und heute, ja. Genau. Und heute geht's auch direkt schon los mit BVB gegen Lazio Rom. Da treffen sie auf den alten Kumpel Immobile. Und der ist richtig gut in Fahrt, Digga. In Deutschland, Dortmund wurde weggeschickt, aber ich denke, nicht zu unterschätzen, Herr Bratan. Und nur mit dem Sky-Ticket seid ihr da schon mal live dabei. Ja, Freunde, und am Dienstag seht ihr alle Spiele in der Konferenz, jedes Tor, jedes Highlight. Und das gibt es nur mit dem Sky-Ticket. Und mit dabei, Jungs, direkt ist schon Leipzig gegen, haltet euch fest, Osasuna. Chelsea gegen Sevilla und Paris gegen Man U, Freunde. Also mehr Königsklasse geht nicht. Richtige Kracher. Und am Mittwoch starten auch die Bayern mit der Mission Titelverteidigung, aber direkt gegen unseren Freund, emotionsgeladenen Vulkan Simeone. Diego. Bayern gegen Atletico, geiles Spiel schon direkt am Mittwoch. Und auch an dem Abend, am Mittwoch, entgeht euch mit dem Sky-Ticket nichts. Freunde, in der Konferenz seht ihr unter anderem Inter gegen Gladbach, Ajax gegen Liverpool und City gegen Porto. Ja, Freunde, wenn ihr euch fragt, wie ihr das sehen könnt, natürlich mit dem Sky-Supersport-Ticket von Sky-Ticket, Freunde. Da könnt ihr nämlich alles sehen, was euch Sky in der Champions League zu bieten hat, ja. Exklusive Einzelspiele, die Konferenz, Freunde. Und natürlich noch den anderen Sport, was euch Sky zu bieten hat, wie Bundesliga, wie die zweite Bundesliga, wie Formel 1. Formel 1. Das ist richtig geile Scheiße am Start. Und für denjenigen, der sagt, die Konferenz reicht mir, für den ist das Sport-Ticket von Sky-Ticket genau das Richtige. 9,99 € immer im Monat, Freunde, ja. Nicht mehr, nicht weniger. Dafür habt ihr Champions-League-Konferenz, Bundesliga-Konferenz, zweite Liga-Konferenz, ja. Also richtig geil. Premier League ist auch noch am Start, Freunde. Also das ist da perfekt für euch. Also, Freunde, wenn ihr die Champions League euch heute Abend, am Mittwoch, generell gönnen wollt, Freunde, dann könnt ihr mal auf den Link in der Videobeschreibung klicken, dann kann es sofort losgehen, dann könnt ihr euch registrieren, dann kann es sofort starten, ihr könnt monatlich kündigen, Freunde, auf dem Gerät eurer Wahl könnt ihr streamen, Freunde, Abfahrt, geilen Fußball, Energie, Power, Champions League und alles mit Sky Ticket. Link Abfahrt. In der Videobeschreibung. Habt ihr schon drin? Ja. Perfekt. Also, ich starte mit dem ZOM. Okay. ZOM, ich weiß nicht, Jahrestag ist das, glaube ich, noch nicht, oder? Da gehe ich mit dem guten Promes. Promes! Dachte mir, wenn ich schon hier bin, dann muss ich den auch spielen. Und im Sturm malen. Wow. Okay, wir haben Werner und Reus aufgeschrieben. Okay. Sieht gut aus, sieht gut aus. Okay, let's go. Gut. Dann stell du rein, wir fangen an. So, fange ich mit dem Stürmer an. Da haben wir einen Freund von uns und auch einen Freund von vielen FIFA-Spielern, Wissam Ben Yedder.
Und links steht eine Sterling, ein Mann ohne Wirbelsäule. Ach, Jesus, Sané. Alter, ihr seid aber richtig am Reinballern, oder? Rein in die Olga. Reingeprasselt nochmal, das Saft nochmal rausgeholt. Gut, dann bei dir ZM, 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 bei uns ZM, ZM, RM. Ja. Alles klar, dann halten wir wieder rein. Okay. Und Hupschein, die hauen wir da raus jetzt. Das Ding ist, ich mach was, ich hab das schon mal gemacht. Das Problem ist, ich bin ein bisschen überfragt, weil für mich noch ein bisschen zu wenig Spieler da sind. Ich gehe mit El Espanyos. Ich gehe mit Llorente, Saul, Canales. Goretzka, Can und Draxler. Ich hab gedacht, du ziehst den Link, Digga. Nee. Moin Meister, wird schwer dahinter, ne? Gut, stellen wir rein. Hast du das Böttelchen drin? Ich halt rein, ja. Gut, ich würde sagen, wir machen hier. Oh, warte mal. Bevor ihr da Dings. Komm ich denn auf den? So. Wir haben im linke ZM Gündogan. Auf ganz entspannter Ehrenbruderbasis. Rechts haben wir Renato Sanchez. Auf ganz entspannt. Ach. Und ganz rechts haben wir. Richtig Martinez. Entspannt. Gelson Martinez. Ja, Scheißdreck, Alter. Rodri Herrera Taubin. Oh! Mein Meister! So, okay. Dann Außenverteidiger, rein in die Luzi. Okay. Scheiße. Gönnst du Stein, die gönnst du oder was? So eine Kacke, Alter. Ja, ich hab. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das hier so clever ist. Rechts Carvajal, links Gaia. Moin, Michael! Sag's immer. Mein erster in FIFA 21, Digga. Du bist mein erster Steini. Wer? Gaia hab ich. Ach, fuck, Alter, ich wollte den anderen nehmen. Ja, gut, ist drin hier. Ich halt rein bei euch. So, okay. Links haben wir in Chilwell. Chilmo, Digga. Chilwell. Chilwell. Chilmo. Und rechts haben wir. Scheiße. Und rechts haben wir, den hast du bestimmt nicht, Diego Dalot. Was ist das denn, Alter? Ich hab Navas und Gaia auch. Was ist das denn, Alter? Sehr stark. Okay, dann letzte drei Positions. Wollt ihr noch ins Motto? Besert, wie heißt der? Diego, der von AC ist der. Dalot? Ja. Ist ein Portugieser. Diego Portugieser? Dalot. Dalot. Ach, halte rein, oder was? Ja, wir haben drin. Es ist so safe drin, ist dieses Board. Ja, natürlich gehe ich nach meiner anderen Liga, ne? Ja, das war klar. Absprung war klar. Ich hoffe einfach, dass ihr Premier League habt. Nein. Das ist dann schon scheiße. Ich gehe mit Halstenberg, Klostermann und Neuer. Oh mein Gott! Neuer Hernandez Boateng. Fuck! Scheiße! Digga, ich bin ja sowas von da! Aber Digga... Ey, ich hätte Gulaschi nehmen können noch, ich Idiot, ich bin ja sowas von da! Aber Digga, scheiße, dass wir unseren Torwart schon, unsere Positionschange schon gezogen haben. Nee, das habe ich extra gesagt. Ich habe gesagt, ich will in der Mitte, bin ich kein 31er in der ersten Dual auf meiner Mitte. Ach, come on! Bomb ihm die nicht weg, habe ich gesagt. Aber ihr seid noch nicht durch, ne? Ihr seid noch nicht durch. Ihr wisst, ich kann noch einen Linksverteidiger ins Tor stellen, wenn ich Lust habe. Das ist, ich fühle mich... Also die Situation ist gerade unangenehm, also... Wir haben einen... transferierten Spieler in der rechten IV, Ruben Dias, links daneben. Der hat's gelegt. Wo ist denn der Kollege? Steht wie ein Stein in der Brandung, Stones, und im Tor steht De Gea. Ah! Digga, Dias und De Gea! Ihr könnt mich mal! Hey! Wir wollen den Linksverteidiger im Tor sehen! Den könntest du jetzt wirklich! Bist du so einer? Nein, bin ich nicht. Stell eine Bronze-Torwart rein und hinten in die Verteidigung auch eine Torwart. Wow. Scheiße, Digga. Bronze-Torwart gegen Bronze-Torwart. Bronze-Torwart, SPC in der erste SPC. Aber ihr habt euren Torwart in den Innenverteidiger, auch Außenverteidiger, das geht noch. Boah, Digga, hab ich den gerochen. Ich hab noch Rüdiger aufgeschrieben. Den wollten wir erst noch einstellen. Rüdiger, Dias und De Gea. De Gea einfach random, ihr hättet ja jeden nehmen können. Okay, Freunde, dann seht ihr hier die Teams. Wir stellen alles ein und sehen uns im Spiel, ne? Hype in den Chat. Uff! Was ist mit dir los, Digga? Zu viel Danny geguckt, Lars? Ich wollte aber gerade noch sagen, du hättest ja schon 12 Uhr vorschießen können, dass du brauchst. Ja, aber da denke ich jetzt auch nicht so dran. Gut, den einen mit Benjamin schießen, wird wieder abgeprallt. Ja, aber ihr war freie Schussbahn. Ja, kennst du FIFA. Ich wollte es nur erwähnen. Digga, bist du mit der. Die Verteidigung, die war eigentlich so gut, hier ist die komplett Katastrophe. Mr. White, die im Tor Fisch sind. Och, Gott, ist halt dein. Der Ball muss ankommen, Alter. Oh, die Flicks und Steinis sind zurück. Ja.
Wimmer, danke, wir sind dabei, die hinne. Ach, war nicht meine Mauer? Wie war der denn geschossen? Findet ihr die Refs auch so kleinig? Ich hab am Mittelkreis eine rote Karte gekriegt beim ganz normalen Tackling. Ich finde, die Schiedsrichter pfeifen auch so kleinig. Außer wenn du letzter Mann bist und einer umsenst, dann kriegt's immer noch kein Rot. Ich hasse die Abpraller! Ich hasse komm, die Abpraller, komm nicht Alter. Durch, Alter. Das ist voll die dreckige Aufstellung, Alter. Steht so bombensicher, ich habe gar keine Chance, irgendwie durchzukommen. Moin, mein Herr. Ach, immer boah, so nee, lang, Alter. Was ist das? Habt ihr das auch, Alter? Wenn ihr einen Steilpass spielt, dass die so random kommen, obwohl du die nur antippst, muss man da irgendwas einstellen können. Nee, das ist. Ich finde manchmal ist generell die Korrektur in dem Spiel, finde ich, manchmal zu wild. Digga, er steht wie die. Da! Ah. Fuck. Moin, Mike. Digga, dieser Abpraller, wirklich. Machst du nicht. Was war los? Junge. Fipsi hat gewonnen. Hör doch, der Erleichte. Fipsi hat, Mann. Ich wollte schon wieder ausrasten, weil kurzer Eck, Alter. Oh, der Kerl. Wow. Fipsi. Gegen die eigenen Leute, Alter. Schämt der 31er, Alter. Schämt sie auch gar nicht. Ja, Fipsi ist ein Gute. Fipsi ist ein richtig Gute, Mann. Das ist ein Hartmann. Ja! Pfeif an, Zähne, du Sau! Digga, dein Bronzemann, der hält der richtig gut da hinten drin. Torwarttraining noch gehabt. Das ist mit dir wahrscheinlich. Wer gegen Pfosten. Nein, ich krieg keine Angel mehr. Für den Ball weg! Scheiße. Ich hatte aber nur die beiden Chancen, sonst keine, Alter. Das stand jetzt so gut, fand ich. So. Steht. Boah, das kann jetzt wehtun. Ja. Einen. Ja, wo steht das? Ging sehr schnell jetzt, fand ich, bei euch. Rechter Stürmer. Boah, Ach du Scheiße. Digga, ganz großes Cheat-Cheat, dass du das noch umgetauscht hast. Alter, ich hab erst überlegt, den Bände vorne parken zu lassen. Philipp Lahm war auf LM und Benjetta ist dann auf die Position von Philipp Lahm gerutscht. In den linken Sturm, Digga. Es ist Gelson oder Gletson Martinez. Ach. Digga, ich hab jetzt schon so oft abstoßen dürfen, ne? Ich hab noch nicht ein einziges Mal irgendwo, außer bei Benji einmal, aber ey. Denke mir so. Traurig. Ja, wenn man so rausweise. Okay, er ist abgestoßen. Alter, Digga, das hab ich hab einen Rutschen sehen, Digga. Ja, Freunde, würde ich sagen, somit sind wir raus. Fipsi hat irgendwie nur auf einen Vertrag einen Steiger. Ja, bei uns hat er nichts getroffen im Sturm. Bei uns sagt er sich halt so, Männers, ich will nicht im Sturm, ich will bei euch Main-Team auf ZM, ne? Ja, Freunde, würde ich sagen, sind wir raus. Wie gesagt, beim Steini kam auch eine Folge online. Check die aus, check seinen Kanal aus, wenn da keine Folge kam, wenn die später kam. Steini, hast die letzten Worte. Ja, ne, ole, ole. Okay, tschüss dann. Tschüss.